hätte ich alles, was ich will, würde ich bestimmt noch mehr wollen. Außer mein Wunsch wäre Genügsamkeit, Zufriedenheit, Wunschlosigkeit. Ich habe mich selbst nicht gewünscht. Mich selbst. Ich habe mir die Idee von mir selbst nicht gewünscht. Ich habe mir nicht gewünscht, dass es hier so aussieht. Ich habe mir das Universum nicht gewünscht. Es ist alles völlig wunschlos erlebbar. Selbst Wünsche wünsche ich mir nicht. Ich habe mir nicht den Wunsch gewünscht, dass ich gerne einen riesigen Tanzsaal hätte mit einer Holz-Lehm-Konstruktion, ein Salzwasser-Schwimmbad mit körperwarmem Wasser und alles geheizt mit Erdwärme und Sonnenenergie und so weiter. Diesen Wunsch habe ich mir nicht gewünscht, der taucht einfach auf. Diesen Körper hier, ich habe ihn mir nicht gewünscht. Der ist einfach. Es ist alles wunschlos. Alles Wunschlosigkeit, könnte ich sagen. Das Leben hier ist die Wunschlosigkeit. Und in dieser Wunschlosigkeit tauchen möglicherweise alle Wünsche von all den verwunschenen Wünschlingen auf, die sich wünschen, reich, schön, geliebt zu sein, die sich eine schöne, eine saubere Umwelt wünschen, die sich Frieden wünschen und Entwicklung und was auch immer, die sich wünschen, was auch immer sie sich wünschen. Und sie können sich nicht wünschen, was sie wünschen, weil sie sich selber nicht wünschen können. Ja, Wahnsinn. Das ist ja toll. Ich kann mich mir selber nicht wünschen. Ich kann mir nicht wünschen, was ich mir wünschen kann. Und zweifelsfrei ist hier diese Wunschlosigkeit, die sich so in so einem Ausdruck hier zeigt, einmalig. Und ging ich in ein anderes Haus, wieder eine ganz andere Einmaligkeit zu finden. Und das wahrscheinlich immer weiter, weiter, weiter. Aber die Wunschlosigkeit, die bringt nichts. Die bringt keinem was. Und der Wünschende wird auch nicht glücklich werden durch die Wunschlosigkeit. Er lebt ja davon, dass er einen Wunsch hat und es sich anders wünscht, als wie es ist. Oder als wie er glaubt, dass es wäre. Ach, wäre es doch anders. Ich wünschte es mir. Ewige Gesundheit, Reichtum, Wohlstand. All die Wünsche, die ich mir nicht gewünscht habe, die hier dieses Gehirn generiert hat, durch Hörensagen. Wer sagt dir, was du dir wünschen sollst? Was willst du? Was willst du? Was willst du? Was willst du?
Willst du was? Ist wer hier, der was wollen kann? Oder ist nur Wille da und keiner hat ihn? Absolut freier Wille, der alles will, was ist, selbst den Widerstand gegen dem, gegen das, was ist, selbst den Widerstand gegen das, was ist. Wunschlosigkeit, unvorstellbar, Wahnsinn, Wunschlosigkeit. In der Wunschlosigkeit gibt es keinen mehr, der einen Wunsch hat und etwas will. Scheinbar gibt es doch einen, der sich wünscht, Erfolg zu haben, die Existenz gesichert zu kriegen, geliebt zu sein, tolle Dinge zu machen, ein aufregendes, abenteuerreiches Leben zu haben. Zu genießen, jeden Moment zu genießen. Ja. Wer hat sich den Wünscher gewünscht? Niemand. Der Wünscher ist eine kleine Reflexion, mit der sich scheinbar das, was die Wunschlosigkeit ist, zeitlich verwechselt und dann annimmt, oh ja, ich bin hier der kleine Wünschling und ich wünsche mir doch so viele Dinge. Aber was will ich mit den Wünschen erreichen? Ja, egal, oh, ich wünsche mir viel Geld, weil mit Geld, da kann man alles Mögliche machen. Ja, das ist so toll. Du darfst dir alles wünschen. Du kannst überhaupt nichts dafür für deine Wünsche, weil du kannst ja nicht wünschen, was du dir wünschst. Und manchmal kommt es mir so vor, als könnte ich mir entscheiden, dass ich mir was anderes wünschen will. Aber natürlich geht es immer darum, etwas Angenehmes zu wünschen. Bei manchen Momenten, wenn es dir schlecht geht, dann wünscht man sich, oh, ich wünsche mir, dass ich sterben wollte, damit ich dieses unerträgliche Leiden nicht mehr sehen muss. Oh, oh, nicht, damit ich nicht mehr dieses Empfinden habe von oh, Begrenztheit und Schmerz und Alleinsein. Dann ist der Wunsch da, weg zu sein, zu verschwinden. Und wenn es mir gut geht, oh, oh, dann wünsche ich mir natürlich was Schönes, was Angenehmes. Oh, ja, wünsche ich mir. Tja, all die Wünsche, Popünsche. Und dann kannst du dir noch so sehr wünschen, dass der Körper ewiglich jung ist und erstrahlt. Aber irgendwie, es ist so eingerichtet, scheinbar glauben da viele dran, dass der Körper altert. Ja, da ein Zipperlein, dort ein Zipperlein, da ein Haar verloren, da eine Falte dazu bekommen, dort eine Füllung im Zahn. Ja, 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 da, da, die, da, du. Und dich dann so anstrengen zu wollen und dich so gut zu ernähren und all die guten Ratschläge, wie man sich gesund halten kann. Oh ja, mach das, wenn das gut für dich ist und du dir das wünschst. Wer sollte dich aufhalten? Wer setzt denn die Standards für dieses Leben? Standards für dieses Leben. Ja, nun wieder zurück zur Wunschlosigkeit. Wünsch dir einfach was. Wünsch dir was und wisse, die wunschlose Glückseligkeit ist immer da und sie scheint nur verdeckt zu sein von den Wünschen. Trotzdem, wünsch dir was, ob der Wunsch in Erfüllung geht oder nicht. Wen kümmert's? Die Wunschlosigkeit? Sicher nicht.
Nein, die Wunschlosigkeit kümmert es nicht, ob da ein Wunsch ist oder nicht, ob da ein Wünscher ist oder kein Wünscher. Ich wünsche mir weiter oder auch nicht. Ich wünsche mir weiter nichts, außer dass ich mir nichts wünsche. Oder dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Nur das weiß ich auch nicht, ob ich mir das wünsche. Weil ich kann ja nicht mal sagen, dass es meine Wünsche sind. Wie ist es so? Sitzt du da, denkst an nichts Schlimmes, irgendwas und steigt da irgendwo ein Wunsch auf in diesem Bewusstsein, im Geiste und dann, oh ja, ich muss und ich sollte und ich wünsche mir ja und wie könnte ich doch und so. Und dann, oh ja, das ist es. Und dann gehst du dafür. Und dann irgendwann auf einmal machst du wieder was anderes. Dann verblasst der Wunsch. Und dann nach 17 Jahren, oh ja, das habe ich mir doch damals schon mal gewünscht. Und auf einmal ist er wieder da. Und dann machst du wieder. Und wieder passiert irgendwas anderes, während du dir gewünscht hast, wie das Leben zu sein hätte. Oh, 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 wer wünscht sich was? Doch nun wieder dorthin zurück. Ohne Wunsch, kein Wünscher, nur Wunschlosigkeit. Und Wunschlosigkeit nur ein Hinweis auf etwas, was nicht, sich nicht definieren muss durch einen Willen, eine Entscheidung, einen Weg, ein Geschehen, ein Zustand. Aber es ist alles okay, alles beinhaltet. Kein Entkommen aus dem Wünschen und dem Wunsch und dem Definieren und der Sehnsucht nach der Freiheit und der Wunsch nach Freiheit und der Wunsch nach Erleuchtung oder nach Glückseligkeit. Das ist ja echt lustig. Wenn die Wunschlosigkeit sich für einen Wünscher hält, wünscht sie sich selbst wieder zurück. Aber sie kann nicht zu sich selbst kommen in der Form des Wünschers. Also der Wünscher wird nie die Erfüllung finden, denn der Wünscher, wenn es keinen Wunsch mehr gibt, gibt es auch keinen Wünscher mehr. Ja, ja, und was übrig bleibt, kann dich alles wünschen, braucht aber nicht. Bravo, ja gut, nichts gesagt. La la la.